erste Frage ist, wenn Sie eine Biografie schreiben, oder ich würde über Sie eine Biografie schreiben, könnte die den Titel tragen, Allein unter Schweden? Ja, also allein nicht ganz, aber sagen wir unter Schweden, ja? Ja, das könnte man sagen. Ich bin jetzt seit 10 Jahren jedes Jahr 2,5 Monate da. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Meine Tochter studiert, also eine von unseren beiden Töchtern lebt dort und ich habe ein sehr warmes Gefühl zu Schweden, ja. Man kommt also immer wieder gerne hin. Und wird eigentlich in Schwedisch oder in Deutsch gedreht? Wir drehen in verschiedenen Sprachen. Also wir proben auf Englisch meistens und dann machen wir eine Probe auf Schwedisch-Deutsch oder Dänisch-Schwedisch-Finnisch-Deutsch, je nachdem, wo die Schauspieler herkommen. Und dann drehen wir jeder in seiner Sprache. Ja, das machen wir. Das geht, weil ich kenne die Szenen und ich meine, wenn ich sie nicht mehr verstehe, wissen Sie, wenn die aufhören, bin ich dran. Ja. Salopp gesagt. Ne? Ja, ja. Also einfach ist es nicht, aber ja. So reingefühlt in die letzten Folgen, die ich gesehen habe, wobei ich die letzte gar nicht gesehen habe, da muss ich ja sogar vielleicht um Entschuldigung bitten. Sie sind eigentlich nicht der knallharte Kommissar, der wild um sich ballert, sondern Sie sind eigentlich mehr der ruhige, der nachdenkende, der vermittelnde. Ja, also was wir machen mit dem Kommissar anders, der schaut genau hin, der versucht durch die Oberflächen durchzuschauen, um die Menschen, mit denen er zu tun hat, zu verstehen und dann die Motive zu verstehen und dadurch die Tat zu verstehen und dadurch es auflösen zu können. Ja. Und er ist nicht äußerlich ein harter Typ, aber er hat ganz klare Vorstellungen, wie das geht und die wirft er auch nicht so schnell über Bord. Also insofern ist er hat eine klare Sicht auf die Menschen und wie er es haben will und das macht er auch. War das für Sie eigentlich so eine große Umstellung, jetzt aus deutschen Studios oder in deutscher Umgebung in Schweden zu drehen, auf dieser wunderschönen Insel? Nee, also vom Vorgang selber nicht, weil dort wird genauso gedreht wie in Deutschland. Was neu war und sehr schön war, ist diese andere Art zu leben kennenzulernen, wie das in Schweden ist. Die Schweden sind einfach anders. Es läuft entspannter insgesamt, man kriegt trotzdem genauso viel fertig und der Umgang ist sehr, sehr herzlich miteinander. Also, sind die Gotländer nochmal anders? Haben Sie ja, die Gotländer sind noch ein bisschen anders als die Schweden, die wollen sich auch abgrenzen, weil sie sehr besonders sind. Aber man lässt sich auch in Ruhe, aber ist nicht feindlich, ja? Man lässt sich einfach in Ruhe. Ja. Und das ist ein Zustand, der ist sehr, sehr schön. Und die fahren auch langsam. Ja? Und dann kommt man nach Deutschland zurück und sagt, wieso fahrt ihr denn also so schnell? Schneller kommt ihr auch nicht ans Ziel. Ja? Das nächste Ampel ist auch rot. Ja? Ja. Und da gewöhnt man sich aber dran und dann ist man genauso wie vorher. Aber diese Entspannung, die dort herrscht, die ist sehr angenehm für mich. Sie verbringen aber nicht in Urlaub mit Ihrer Familie auch in Gotland. Nein, da war ich schon lange genug da. Es gibt so viele schöne andere Stellen auf der Welt. Ja? Und die Kinder sind am Anfang, als sie noch in der Schule waren, und wenn das ging, sind die dazugekommen, sobald sie Zeit hatten. Meine Frau ist immer da, also die kennen das ganz gut auch. Ja. Jetzt ist es so, ich habe mal die Einschaltquoten nachgeguckt von der Kommissarin das Meer. Und das schwankt ja manchmal. Ja. Sogar um 2 Millionen Leute schwankt das manchmal. Tut es Ihnen weh oder? Nein, man muss es ja insgesamt anschauen. Schauen Sie, wenn 20 Millionen gucken und 4 Millionen sind bei uns, dann ist das viel. Wenn 10 Millionen gucken und 3 Millionen sind bei uns, dann ist es prozentual noch mehr, ja, obwohl es absolut weniger ist. Also man muss es immer in Relation setzen. Die absolute Zahl ist nicht so wichtig, das Relative ist das Entscheidende. Und es gucken immer viele, selbst Wiederholungen. Und das freut mich sehr, ganz ehrlich, weil ich wusste nicht, ob das funktioniert. Aber die Quote ist nicht so entscheidend. Also wenn gar keiner mehr gucken würde, würde ich sagen, Leute, wir machen irgendwas falsch, dann lassen wir was anderes machen. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir noch ganz gut dabei sind und die Art, dass wir die Geschichten gut erzählen wollen, dass man versteht, warum die Menschen so sind und wir keine Schubladen haben, sondern man schaut, was ist da wirklich los. Und das gibt eine große Identifikation. Das, glaube ich, ist im Moment ganz wichtig, weil die Welt ist kompliziert genug. Ich finde auch überall eine gute Resonanz, wie die Filme ankommen. Ja. So, ich habe mich natürlich in meinem Umfeld auch umgehört, bevor ich hierher gekommen bin. Jetzt gibt es aber die 20. Folge, stimmt das? Ja, 1920 haben wir jetzt gemacht. Ja. Ja. Und das ist ja schon ein Ding, ne? Das ist ein Fund. Ja, da kann man nicht meckern. Folgen, ja, da kann man wirklich nicht meckern. Gibt es schon neue Pläne?
Ja, wir drehen nächstes Jahr Folge 21 und 22. Es geht im Februar los bis April. Und die kommen dann wahrscheinlich wieder im Herbst, wenn wir dann rechtzeitig fertig werden mit Synchronisieren und Musik und allem. Das ist ja ziemlich aufwendig, der Postproduktionsprozess. Ja, ja. Das heißt also, man kann sich im Januar kommt die 20. Folge. Ja. Und dann gibt es Wiederholungen ab und zu während des Jahres. Und die neuen Filme vom nächsten Jahr kommen dann 2016 im Herbst. Oder Winter, je nachdem, das ZDF macht da seine Pläne. Das heißt, man muss auf Walter Sittler als Schauspieler nicht verzichten. Sie kommen nicht um mich rum. Nein, ich bin auch unterwegs mit dem Dieter Hildebrandt-Programm jetzt bis Ende Januar, Anfang Februar. Und dann im Herbst mache ich das wieder. Also ich mache immer auch Bühnenprogramme, weil ich die Bühne nicht lassen kann. Und manchmal sind Sie auch zu Hause in Stuttgart. Ich bin auch manchmal zu Hause, wenn wir nicht an unserem Projekt arbeiten, in den 199 kleinen Helden. Wobei, da bin ich zu Hause, meine Frau ist weg. Ja, weil sie das dreht dann auch. Aber uns geht's gut. Uns geht's gut. Noch eine Frage. Sie haben ja mit Ihrer Frau schon Dokumentarfilme gedreht. Um was ging es da? Also gedreht hat immer sie. Ich war dann, wenn, Produzent. Ja. Eigentlich geht es immer um Jugendliche oder Kinder auf dem Weg in ihre Zukunft. Ja? Also der erste Film war auf der Ukraine, der zweite ging um einen Kindergarten. Sehr schöner Film geworden. Und dann der dritte war mit einem Jungen in Südafrika, mit Thomas Hitzlsperger, als er noch Fußball gespielt hat. Und unser großes Projekt jetzt geht auch um die Kinder der Welt, wie sie die Welt sehen, was sie mögen, wovor sie Angst haben, was sie anders machen würden, was sie ändern wollen, wenn sie groß sind und wie sie auch die Welt der Erwachsenen manchmal erleiden müssen. Und also gesellschaftliche. Es geht aber immer um die Jugendlichen, wie sie in die Zukunft kommen können und um die Wichtigkeit von einer Bildung für alle. Wenn man sich vorstellt, dass viele 100 Millionen Kinder keine Bildung haben, da könnte man heulen. Ja? Und wir haben alles. Ja? Wir haben Geld, wir haben Möglichkeiten und es findet einfach nicht statt. Ja? Und das macht einen kirre. Sie haben ja auch noch ein zweites Leben hinter sich, als Redner bei Stuttgart 21. Ja. Und wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, viele Grüße von Herrn Strobel, was würde Ihnen da einfallen? Da würde mir einfallen, dass es eine ziemlich dumme Aussage von ihm gab. War schon beleidigend. Das war beleidigend, aber das sagte mehr über seine damalige Situation als über mich. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, weil ich dachte, das war ziemlich daneben. Ja. Der Strobel ist ziemlich schlau insgesamt und ich würde mir wünschen, er würde noch mehr für die Bürger arbeiten, als er es jetzt tut. Ja, also noch viel mehr. Und ich hoffe, dass die CDU in Baden-Württemberg, die ja eine wichtige Partei für das Land ist, ist zwar nicht meine, aber dass sie da ist, dass sie sich noch mehr auf die Notwendigkeiten und Wünsche der Bürger einstellt, in der Spitze, als sie es tut. In der Breite tut die CDU das sowieso. Die haben ganz gute Leute da, das ist gar nicht das Problem. Und die Spitze könnte sich noch ein bisschen besser positionieren, das würde ich mir wünschen. Also ich habe persönlich den Eindruck, dass der Disput mit Ihnen seine Gesellenprüfung war, als Wadenbeißer der CDU-Fraktion im Bundestag aufzutreten, weil er ist einer der richtigen Hardliner. Ja, ist einer der richtigen Hardliner, aber damit macht man keine gute Politik. Ja. Und er sollte das sein lassen, das bringt nichts. Also die Profilierung über Schläge ist unklug. Und so klug ist er dann schon, dass er das wissen müsste. Sind Sie heute auch noch bei Stuttgart 21 aktiv? Ich gehe nicht auf die Demonstrationen, weil ich das für sinnlos halte. Ich informiere mich über alles, was da ist. Ich lese die Berichte und kriege auch dann die Informationen von den anderen. Und wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, kann ich Ihnen das ganz genau sagen. Unverändert. Und wenn es Ihnen auf den Keks geht, dann gehen Sie nach Gotland sowieso. Ja, wir wohnen jetzt in Stuttgart im Lehenviertel, weit vom Bahnhof entfernt. Aber ich muss da immer wieder hin und ich schaue mir das auch alles an. Es ist nicht so, dass ich das jetzt vermeide. Und ich sehe, dass alles, was man gesagt hat, was passieren wird, passiert und noch Schlimmeres. Das ist eigentlich das Traurige an der Geschichte. Ja, das ist das Traurige, dass man wusste, dass es falsch ist und sie machen es trotzdem. Das hat ja auch der Herr Grobe zugegeben. Er hat dann 2012 gesagt, wenn wir 2009 gewusst hätten, was wir heute wissen, haben wir gesagt, das wusstet ihr alles. Ja, Menschen, wir haben euch alles gesagt und die Experten haben es euch gesagt und die Eisenbahner haben es euch gesagt und jetzt tut nicht so, als ob ihr das nicht gewusst hättet. Also das ist ernüchternd ein bisschen. Gut, dann lassen wir jetzt erstmal Ihre neuen zwei Folgen auf uns einwirken, vor Weihnachten und nach Weihnachten. Ja, genau. Ja, und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Vielen Dank. Ich Ihnen auch. Danke für das Gespräch. Ja, danke schön.